Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon X. Wir sind vor der Spiegelhöhle. Nein, wir sind in der Spiegelhöhle. Und ja, man sieht kein Radfahren, kein Inlineskaten, nur Laufen. Laufen ist das Wahre, meine Damen und Herren, und so verzichten wir diesmal nicht auf einen Schutz. Oh meine Güte. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder weg möchte. Übrigens, der hat gegen den Spiegel geschaut, also gegen diese Spiegelwand. Und hat so nach dem Motto gedacht, ja, ich trick's dich mal aus. Und schau gegen den Spiegel und kämpf trotzdem mit dir. Meine Damen und Herren, das Gyarados ist Level 26. Also nicht zu unterschätzen, Sandwirbel senkt natürlich die Genauigkeit von Clopsy. Es gibt erstmal einen Body Slam auf Gyarados und nochmal einen Body Slam. Bin mal gespannt. Eieiei, Kopfnuss hatte sogar mein Clopsy zurückschrecken lassen. Das ist natürlich nicht gut, aber ein Body Slam und Gyarados ist weg vom Fenster und so ist es auch. Tschüss, Gyarados. Einer der Versuch war es immerhin. 819 Erfahrungspunkte und ein Backpacker weniger im Pokémon-Universum von Carlos. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde mein Spiegelbild einfach umwerfend und überlege sogar für immer hier zu bleiben. Mein Spiegelbild ist kacke. Meins ist viel hübscher. Und wir finden einen Beleber, den nehmen wir natürlich gerne mit und verstauen ihn in der Medizintasche. Meine Güte, diese Höhle. Ach ja, wirklich. Dein Ernst. Jo, ich muss einige Schutzes-Items hier einsetzen. Och Gott. Warum fallen immer Pokémon von der Decke? Und das Blöde ist ja auch, davor kann ich mich nicht schützen, wie es scheint. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Windschnitt abzieht. Nicht viel. Ein Body Slam zieht alles ab. One-Hit-KO für Fellknäuel. Fellknäuel. Fleeknäuel ist es, glaube ich. Bitte keine weiteren Pokémon, die runterfallen. Bitte keine weiteren Pokémon, die runterfallen. Eine Trainerin. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die stärkste Trainerin im ganzen Land? Sicherlich nicht du, Yoko. Sie fängt aber natürlich mit einem sehr klugen Zug an, denn Clopsy ist vom Typ normal und dieses wunderhübsche Jutezo ist vom Typ Kampf, wieso ich zurückrufen muss. Am besten rufen wir gleich Phoenix in den Kampf. Los, Phoenix! Überwurf. Ich hätte sogar als erstes angreifen dürfen. So, durch den Beulenhelm gibt es natürlich erstmal Schaden. Machen wir aber erstmal Glut. So, ich muss Ruheort spielen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Weil ich dadurch auch meinen Flugtyp verliere, soweit ich das weiß. Jupp. Aber dafür gibt es auch für den Beulenhelm jede Menge Schaden und deswegen machen wir einfach nochmal Ruheort. Greif mich an und besieg dich selbst. So, es brennt schon mal, das ist auch sehr gut. Und der Beulenhelm verursacht ebenfalls nochmal Schaden. Und jetzt agiere ich mit Ruckzuckhieb und Tschüssi. Kluger Zug. Level 31 für Phoenix. Und ein wirklich sagenhafter Anstieg. Bärenkräfte. Ich habe diese Attacke noch nie im Movepool drin gehabt. Anwender zieht aus seiner derzeitigen Bäre Kraft. Sie bestimmt Typ und Stärke der Attacke. Klingt interessant, aber nicht so mein Fall, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Nö. Aufgeben, Bärenkräfte zu erlernen. Ja, aufgeben. Clopsy erreicht Level 27 und Flammy erreicht Level 31. Gibt ja hier nur Level-Ups bei dem lieben Pokémon. Ich hätte eigentlich wechseln sollen, aber okay.
Auch das Pokémon ist vom Typ Kampf. Und ist schneller. Boah. Upsi. Und so hat Phoenix sich gerade mal verabschiedet. Wir machen mal Kroko. Es wird ja auch bald endlich zu einem Turtok. Und da können wir auch endlich mal unsere erste Mega-Entwicklung durchführen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Eroas. Obwohl, wir haben noch gar nicht den Stein. Nein! Was machen wir denn ohne den Stein? Schon wieder Eroas. Komm, verwirr es mal. Nochmal Eroas. Eroas, Eroas und Eroas. So, und auch Kroko kommt in einen gefährlich roten Bereich. Risladero ist jetzt besiegt. Und auch die liebe Kämpferin. 1248 Pokélala gibt es für diesen ruhmreichen Sieg. Und ja, du bist nicht die stärkste Trainerin im gesamten Land. Was gibt's hier? Ich weiß zwar nicht, warum diese liebe Dame so unten da ausstrahlt, aber meinetwegen soll sie doch. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Ist es sinnvoll, zurückzulaufen? Angesichts der Tatsache, dass meine Pokémon so geschwächt sind, sollte ich mir das dennoch wirklich mal überlegen. Also da ist ein Item und hier ist vielleicht auch ein Item. Nein, hier ist kein Item. Hier vielleicht ein Item. Nein, aber es gibt einen Mondstein. Ei, ei, ei. Hübsch, hübsch. So. Jo. Also gegen eine Trainerin können wir ruhig noch kämpfen, aber in die Höhle tiefer vordringen will ich jetzt hier noch nicht. Ja, ja, wir haben es kapiert. Ob ich ein Ass-Trainer bin? Nein, nein, ich bin nur ein einfacher Pokémon-Fan. So, eine Herausforderung von Ass-Trainer Leslie. Dodo, Dodo, Dodo. Klopsi. So, ich glaube, ich muss mal Erholung spielen. Schande, kann ich überhaupt einschlafen? Oh, ist das bitter. Ich kann ja nur nicht mal einschlafen. So. Vielleicht Paralyse irgendwie erzwingen. Oder Dodo besiegen, das ist auch eine Idee. Dragonier Level 32. Iguana. Ich werde jetzt auch versuchen, Erholung zu spielen nochmal. Was ein Glück macht's Klingensturm. So, ich lasse Klopsi einschlafen. Und regeneriere seine KP. Ist natürlich bitter. Für den Gegner vor allen Dingen. Und jetzt kann ich sogar noch im Schlaf agieren, denn ich kann Schlafrede. Mit 66,6%. Ja, mit so viel trifft eine böse Attacke von Relaxo. Oder ist jetzt Erholung ein? Body Slam. Iguana besiegt. Granbull. Gun. Ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Feentyp. Und Bedrohe wirkt zudem und noch zu allem übel. Somit muss ich mich in Acht nehmen. Kopfnuss. Schlafrede und die wird zu. Zermürben. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass es zu zermürben geworden ist. Wir machen mal Body Slam. Denn ich wache jetzt in diesem Zug auf und schrecke prompterweise zurück. Meine Güte. Nochmal Body Slam. Komm. Paralyse. Charme. Komm, mach Body Slam. Body Slam, Body Slam, Body Slam. Boom. Paralysier es. Mist. Klopsi kommt in einen wirklich gefährlichen Bereich. Granbull überlebt die Attacke mit einem KP. Komm. Zermürben. Witch. Onches. Netter Versuch, Granbull.
Kroko erreicht sogar noch Level 32 und versucht Naschweif zu erlernen. Das höre ich nur lieben gerne. 90er Attacke. Und dann können wir jetzt auch mal die Aquagnare endlich mal vergessen. Die haben wir jetzt schon lange genug in Krokos Movepool. Und jetzt gibt es den neuen Naschweif. Und Leslie muss sich geschlagen geben und gibt mir sagenhafte 2500 Pokédollar. Wow, das ist schon viel. Oh meine Güte. Okay, an die Seite kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Haben ja auch keine Stärke. So, Schutzitem wirkt nicht mehr. Dann schützen wir uns weiterhin. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Aha. Ein Nestball finden wir hier. Aber schöne Idee, dass es so eine Höhle gibt, wo dieser Spiegeleffekt aus unserem Zimmer voll ausgenutzt wird, muss man ja sagen. Ich frage mich aber eigentlich, warum wir kein Fahrrad fahren dürfen und keine Rollerskates benutzen. Bin ich froh, dass wir jetzt hier draußen sind wieder. So, und heilen schnell mal unseren Pokémon. Ein Chromlexia. Weil ich habe doch ein bisschen Probleme, merke ich gerade. Nein, deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir dein Pokémon-Team fit machen? Aber natürlich, liebe Schwester Joy, tue dies. Tue deines Amtes und heile meine Pokémon. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, wie lieb. So. Kommen wir eh nicht weit. Ich habe übrigens einige wilde Pokémon hier gefangen. Weil einige von euch geschrieben haben, sie wollen mir tatsächlich Pokémon geben, gegen die, mit denen ich auch kämpfen kann. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe aber doch erstmal sicherheitshalber gefragt, ob ihr das wirklich so wollt. Also die Personen, die mir tatsächlich Pokémon geben wollten. Und ja, interessant. Interessant, dass sie auf wohin genau treffen. Das kann natürlich Wegesperre. Machen wir erstmal. Machen wir erstmal Egesam, das gerade mal fehlschlägt. So, wir bepflanzen es. Da brauche ich mich auch nicht so vor Konter zu fürchten. Vor den ganzen anderen Attacken. So, wie viel zieht das ab? Nicht viel. So, krieg aber den Rückstoßschaden von vorhin genau wieder komplett gut geschrieben. Das steht schon mal fest. So, wohin genau? Nur noch die Hälfte der KP. Und es macht wieder Spiegel, okay? Wieso? Ich weiter wohin genau angreifen kann mit Bodycheck. Wobei, wir wechseln mal prompt auf Rasierblatt. Vielleicht überlegt es sich ja doch, ihr Konter einzusetzen. Autsch! Was ein Glück hat's das überlebt. Wohin genau wurde besiegt, Mel kriegt nur einige Kraftpunkte wieder dazu und es reicht auch für Level 26. Warum braucht ein Mel Angriff? Es kommt auch völlig ohne Angriff zurecht. Die Attacke klingt schon sehr mächtig, die ich gerade erlernen will. Dampfwalze. Anwender greift an, indem es den Boden um sich herum plant, weil es die Initiative aller betroffenen Pokémon sinkt. Ja, klingt interessant. Angesichts der Tatsache bin ich mit Bodycheck doch nicht so zufrieden. Also verlernen wir erstmal Bodycheck und erlernen Dampfwalze. Ich könnte ja schon fast wetten, Mel kann auch Risiko-Tackle lernen. Von daher ist jetzt Bodycheck zu verlernen kein so großer Beinbruch. Und selbst wenn, gibt es das wahrscheinlich auch als TM. So, langsam aber sicher kommen wir immer tiefer in die Hülle. Oh Mann, ich habe ja schon wieder vergessen, den Schutz einzusetzen. Kein Wohin genau. Kein Wohin genau! Mann! Übrigens bringt es mir rein gar nichts, die Initiative von Wohin genau zu senken. Denn es ist sowieso immer Priorität dabei.
Och, wenn du so bist. Nochmal Egesamen und Synthese. Heieiei, wohin genau, Nervensäge? Ich kann ja nicht mal austauschen, glaube ich. Mehr kann nicht ausgetauscht werden. Oh. Oh. So, leuchten wir ein bisschen und heilen uns. Mann, ich bin aber nicht weit gekommen in der Folge. Müssen wir ändern. Nur wegen wohin genau. Das ist ja wirklich schlimm. So, Egelsamen schadet wohin genau. Und ich habe wieder 70 von 76 KP. Oh, bist du böse Abgangsbund? Oh nein! Komm. So, jetzt habe ich 78. Ach, ich habe ja schon 2 KP dazu bekommen. Komm, Rasierblatt. Konter. Der wird natürlich einiges abziehen. Aber es reicht nicht, wohin genau hier Platz zu kriegen. Oder beziehungsweise mehr Platz zu kriegen. Mann, wie viel Egelsamen mit einem Mal auffüllt, ey. 14 KP. Also wohin genau pro Egelsamen 28 Kraftpunkte. Meine Güte, das Pummel hat einfach unendlich viel KP, ey. Noch schlimmer als mein Klopsi. Gut, das glaubt mir wahrscheinlich keiner, wer noch nicht wohin genau trainiert hat. Hallo. Ich hasse dich! Wieso war ich im Pokémon Center? Wieso Nintendo? Wieso in der unteren Ebene? Wieso? Was mache ich nur falsch? Ich hab's ohne mein Schatzi bis hierher geschafft! Ganz alleine! Ach du Emo. Touristin. Ah, noch eine. Yes. Perfekt. Nidorina ist nämlich vom Typ Gift. Und somit sind Bodenattacken sehr effektiv. What the fuck? What? Was? Das war der ganze Schaden. Mäh. Ja, mäh. Ich bin auch weinen. Bis. Eieieiei. Mäh, mach mal was. Meine Güte, mit dreimal sehr effektiven Attacke musste ich angreifen. Yay, und die Touristin in Grund und Boden gedampfwalzt. So, heile, heile. Die Weile. Ach ja. Das ist gut. So, hier hoch komme ich nicht. Genau, hier kann man runterrutschen. Ah, jetzt muss man sogar in den Spiegel gucken, damit man sieht, wo die Treppe ist. Das ist natürlich interessant. Oh, ein Schwarzgurt. Aber ich habe keine Kampfattacken, soweit ich weiß. Mal ein interessantes Trage-Item gefunden. Jetzt habe ich ausgerechnet kein... Ja, Kampfattacken. Monsieur D. Wenn du die Attacke Blitz einsetzt, begegnest du weniger Pokémon. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ich benutze ständig Blitz. Pokémon-Kämpfe gehören nicht zu meinem Stärken, weshalb ich dauernd in Not gerate. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du, Monsieur D. Ich treffe immer wieder auf meine Rivalen. Muss man schon sagen, sehr löblich. Und es ist wirklich echt ungewohnt, die ganze Zeit in den Spiegel schauen zu müssen, um weiterzukommen. Aber interessant gemacht, ich glaube, so eine interessante Höhle gab es schon lange nicht mehr. Hallo. Kämpfe. Hallo. Ich bin auch ein Wortmann. Karadonis. Meine Güte. Das hat ja mal gleich in Position angelegt hier. Boah, Level 28. Heimzahlung. Nein, die Attacke sieht überhaupt nicht stark aus. So, wir machen erstmal Egelsamen.
und stellen so mit Mass KP wenigstens einigermaßen wieder her. Heimzahlung sollte auch noch mehr überleben. Eieiei. Level 28 sind die gegnerischen Pokémon schon. Ja. Level zieht an! Das Level zieht an, meine lieben Freunde. Und somit muss ich mein kleiner Schafhirte geschlagen geben. Schade. Dann bleiben wir mal bei Phoenix. Phoenix, du schaffst das. Glut, hoffentlich brennt es wenigstens. Vielleicht brennt es ja jetzt. Eieiei, ein Volltreffer, natürlich. Sonst noch irgendwelche Wünsche, Karadonis? Also der Bollenhelm auf Phoenix ist echt praktisch. Karadonis besiegt 978 Erfahrungspunkte. Klopsti versucht Schnarcher zu erlernen, ich kann aber schon schlafen. Obwohl, ich will jetzt mal gucken, was Schnarcher so für eine Attacke ist. Es ist immerhin schon mal eine 50er-Attacke, denn in der zweiten und dritten Generation war Schnarcher eine 40er-Attacke. Ich will jetzt aber nicht Schnarcher erlernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dir nämlich schon Schlafrede. So, Flammi erreicht auch Level 32 und ich besiege diesen lieben Schwarzgurt mit dem Ein-Wort-Satz-Mann-Tot. Ja, da vorne wartet ein weiterer Trainer auf uns. Doch es gibt erstmal einen wilden Pokémon-Kampf. Pantimos! Besser könnte es ja gar nicht in diese Höhle passen. Klopsi. Fliehe, 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 fliehe. Du bist entkommen. So, meine Damen und Herren, das war's dann wieder bei Pokémon X. Ich hoffe, die kleine, aber feine Folge hat euch gefallen. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin weg und sage bis dann, servus und tschaußen.